Ja, liebe Freunde, es braucht nur noch wenige Tage, dann startet der Public Sale von WeSendIt. Ja, viele wissen es bereits, ich habe ja schon ein Video hinter den Kulissen gemacht, ich habe schon ein Video gemacht, wo ich das Produkt vorgestellt habe. Auch mein lieber Freund Marcelino von CryptoGain, hier schon mal liebe Grüße an dich, hat ebenfalls ein mega cooles Video gemacht. Ich werde trotzdem nochmal kurz auf das Projekt eingehen für die Leute, die wirklich keine Ahnung mehr haben, um was es geht oder was überhaupt WeSendIt ist, dann machen wir eine Reaction, Leute. Und zwar auf zwei Videos, die gerade gemacht wurden. Ich wollte eigentlich ein eigenes Video drehen, habe mir die Videos angeschaut und muss sagen, besser kann ich es gar nicht. Also machen wir eine Reaction drauf. Bin gespannt. Und im Übrigen, schreibt mir bereits schon unten rein, ob ihr in diesem Projekt investiert seid. Und wenn ja, wieso? Was war für euch der ausschlaggebendste Punkt, in dieses Projekt zu investieren? Schreibt mal rein, eure Meinung nimmt mich natürlich gerne wunder und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Ja, liebe Freunde, da wir nicht mehr im 18. Jahrhundert leben, nämlich im... Excuse me? Wir haben 2022. Genau, habe ich mir überlegt, wir machen eine Reaction drauf. Und da versuche ich auch gerade mal noch ein bisschen die neuen Leute zu motivieren und mitteilen zu dürfen, wie eben dieses Projekt startet. Und das, liebe Freunde, das machen wir nämlich jetzt gerade. Wir starten nämlich hier gerade mal rein. Dein Vertrauen und deine Treue sind entscheidend für den Erfolg von WeSendIt. Daher wollen wir uns bei dir und allen anderen Early Token Haltern mit einem besonderen Event bedanken. Also, A fängt schon mal richtig geil an mit der Weltkugel und so. Für jeden, der jetzt noch nicht investiert ist, also die bereits schon investiert waren vor dem Public Sale, die werden jetzt gerade belohnt, nämlich mit einem Airdrop. Ja, ganz, ganz wichtig. Die jetzt neu kaufen werden, die haben den Vorteil natürlich nicht. Im WeSendIt Airdrop. Der Airdrop wird einer der größten Airdrops der Kryptogeschichte. Unter allen qualifizierten WSI-Token-Haltern werden wir 30 Millionen WeSendIt-Token verteilen. Das Ganze wird so ablaufen. Wir werden zwei Snapshots machen. Der erste Snapshot wird am 1.12. erfolgen, und zwar direkt nach unserem Public Listing. Der zweite Snapshot wird am 14. Februar gemacht. Anschließend erfolgt der Airdrop. Du willst dich dafür qualifizieren? Dann halte deine WSI-Token einfach während der gesamten Snapshot-Periode in deiner persönlichen Wallet, MetaMask, Trust Wallet oder SafePal oder auf deinem Vesting-Dashboard. Die Snapshots werden nur für die Token gemacht, die nicht gelockt sind. Dadurch verhindern wir Pump and Dump und sichern eine faire Verteilung. Und übrigens, nach dem Public Listing am 1.12. kannst du natürlich jederzeit deinen WSI-Token-Bestand aufstocken. Aber das ist natürlich ganz wichtig, Leute, dass ihr hier auch wirklich nichts aus der Wallet verkauft. Ja, das ist ganz wichtig. Müsst ihr halten, sonst kriegt ihr keine Airdrops, okay? Beachtung, wenn du deine WSI-Token während der Snapshot-Periode via DEX oder ZEX verkaufst oder sie in dieser Zeit auf eine externe Wallet transferierst, wirst du automatisch vom Airdrop ausgeschlossen. Zum Zeitpunkt des zweiten Snapshots am 14. Februar musst du mindestens 10.000 WeSendIt-Token halten. Wenn du diese Bedingung erfüllst, schenken wir dir zusätzliche WeSendIt-Token, basierend auf der Anzahl deiner WSI-Token. 10.000 bis 149.999, 20% extra. 150.000 bis 999.999, 30% extra. Mehr als 1 Million, 50% extra. Bitte beachte, wir werden maximal 30 Millionen Token verteilen. Sollten die Ansprüche der qualifizierten Tokenholder diese Summe übersteigen, werden wir die prozentualen Ausschüttungen entsprechend anpassen. Sollten wir die 30 Millionen Token nicht komplett verteilen müssen, werden wir unsere Community über das Schicksal der verbliebenen Tokens entscheiden lassen. Die Token können verbrannt werden oder zur Stärkung der APY, dem Stacking-Portal, zugeführt werden. WeSendIt's Web3-Revolution hat gerade erst begonnen. Habt ihr das verstanden, Leute? Das heißt, wenn nicht alle 30 Millionen Tokens verteilt werden,
Habt ihr in der Community die Möglichkeit zu sagen, hey, wir wollen das APY stärken, das heißt betreffend eine bessere Ausschüttung dann im Staking-Programm, oder ihr entscheidet auch und sagt, nee, komm, wir wollen es eher ein bisschen in die Stabilität für die Preisentwicklung halten, also verbrennt diese Scheiße. Also das ist richtig geil. Hier binden sie bereits schon die Community voll und ganz mit. Lass uns aus Big Data eine große Sache machen. Zusammen. Richtig geiles Marketing. Und nicht vergessen, das Unternehmen ist ja aus der Schweiz. Und jetzt denkt daran, ich habe ja, das Web 3 gibt ja viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel in meiner Weiterbildung auch mit dem Banker gesprochen, habe denen gesagt, hey Leute, ihr müsst, jetzt habt ihr die Chance, das Bankgeheimnis zurückzugewinnen über die Web 3-Funktion. Wenn ihr schlaft, macht das in ein anderes Land, dann verliert ihr diesen Vorteil. Also da ist Visendi natürlich Vorreiter, Pionier, die jetzt einfach sagen, hey, die Daten werden irgendwann nicht mehr über ein Amazon oder Google oder was auch immer für einen Server geschickt, sondern dezentral und eben auch verschlüsselt. Somit bist du mit deiner Identität einfach geschützt. Und das ist eben das Geile hier auch von Visendi. So, und jetzt reden wir ja auch vom Public. Start, der fängt kommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du dir den WeSendit-Token ab dem 1.12.2022 um 20 Uhr Central Europe Time über unsere Website app.wesendit.io sicherst. Eine günstige Gelegenheit für dich. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt, aber PancakeSwap ist ebenfalls schon vorbereitet. Das bedeutet, ihr habt die Chance, darüber bereits schon die Tokens zu erwerben. Das wird richtig geil. Denn schon Anfang 2023 werden wir auf einer zentralen Exchange listen. Bis dahin dürfte der Tokenpreis ein anderes Niveau erreicht haben. Falls du ein erfahrener Trader bist, kannst du den WSI-Token natürlich auch direkt über die dezentrale Exchange PancakeSwap.finance kaufen. Über diesen Button gelangst du direkt zur PancakeSwap-Website. Die WSI-Vertragsadresse ist bereits hinterlegt. Du kannst also sicher sein, dass du wirklich auch mit unserer Vertragsadresse interagierst. Wir haben den Kaufprozess so einfach wie möglich Eine Entscheidung, ob du direkt über PancakeSwap oder über unsere Website kaufst. In jedem Fall brauchst du eine MetaMask oder Trust Wallet. Dann kannst du dich mit deiner Wallet verbinden. Im Folgenden zeigen wir dir, wie der Kaufprozess über unsere Website funktioniert. Du hast zwei Möglichkeiten, den WeSendit-Token zu kaufen. Entweder über das Trading-Paar BNB und WSI oder über das Paar BUSD und WSI. Du kannst den WeSendit-Token also sowohl mit BNB als auch mit BUSD kaufen. Auf der offiziellen Sales-Page app.wesendit.io findest du diese Videoanleitung und wie erwähnt einen Button, der dich direkt zur PancakeSwap-Website weiterleitet. Scrolle weiter herunter und du gelangst zum FAQ-Bereich. Dort beantworten wir die häufigsten. Also ich muss wirklich sagen, Leute, von den vielen ICOs, wo ich gesehen habe, finde ich hier ein wirklich durchdachter Prozess. Die Einfachheit dieses Video auch hier, wie es einfach erklärt wird, deutlich, klar. Ich meine, besser geht's nicht. Gut, FAQ ist natürlich normal, das hat man mittlerweile überall. Aber was mir halt hier gut gefällt, weil es eben auch ein Schweizer Unternehmen ist, ist halt alles transparent in Deutsch geschrieben. Ja, es ist nicht irgendwie schwierig oder schlecht übersetzt, sondern es ist in Deutsch geschrieben und es ist einfach wieder so ein gewisser Punkt, wo ich sagen muss, feierig voll. Und wichtigsten Fragen aus unserer Community. Du findest dort auch ein allgemeines Erklärvideo zum Handel über die dezentrale Exchange PancakeSwap.finance. Deine Frage wird in den FAQs nicht beantwortet? Dann schreib uns gern jederzeit an contact@wesendit.io oder bei Telegram. Unsere Community Manager sind rund um die Uhr für dich da. Schauen wir uns jetzt den Kaufprozess an. Du kannst den WeSendit-Token, wie gesagt, sowohl mit BNB als auch mit BUSD erwerben. Entscheidend ist, dass der Kauf auf der Binance Smart Chain BIP20 stattfindet. Ich nehme an, dass du deine MetaMask oder Trust Wallet schon eingerichtet hast. Falls nicht, keine Sorge. In unseren FAQs findest du ein YouTube-Video, das dir die Einrichtung auf deinem Computer einfach und verständlich erklärt. MetaMask und Trust Wallet sind Browser-Erweiterungen, die zum Beispiel auf Firefox und Chrome gut funktionieren. Sobald deine MetaMask oder Trust Wallet eingerichtet ist, klicke bitte zuerst auf den Button Verbinden. Wähle dann deine Wallet aus, mit der du dich verbinden möchtest. Ich nutze hier MetaMask.
Sollte sich MetaMask bei dir nicht richtig öffnen, klicke oben auf das Fuchs-Icon und melde dich mit deinem Wallet-Passwort an, um eine aktive Verbindung zur Website herzustellen. Sobald du dich mit deiner Wallet verbunden hast, kannst du den Kaufprozess starten. Stelle bitte sicher, dass dein Guthaben aufgeladen ist. Wenn du den WeSendIt-Token mit BUSD oder BNB kaufen willst, achte bitte darauf, dass du immer auch etwas BNB auf deiner Wallet belässt. Das ist im Übrigen extrem wichtig, wenn ihr das nicht habt, aber dafür braucht ihr eben, dass die Gebühren bezahlt werden, Leute. Ja, ihr müsst das drauf haben, weil sonst könnt ihr nichts erwerben. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst nämlich auch die Transaktionsgebühren abdecken, die bei einem Tokenkauf über die Binance Smart Chain anfallen. Ich befinde mich hier übrigens auf dem Testnet. Zuerst gebe ich den Betrag in BNB ein und klicke dann auf Token kaufen. Wenn du den WeSendIt-Token mit dem Stablecoin BUSD kaufen möchtest, musst du die Transaktion vor dem Kauf noch approven. Bitte beachte, dass es beim Public Sale weder Mindest- noch Maximal-Invest gibt und dass sich der WSI-Preis allein durch Angebot und Nachfrage regelt. Sollte deine Kauforder nicht durchgehen, prüfe bitte zuerst, ob du genug BNB in deiner Wallet hast. Wenn ja, hast du zwei weitere Möglichkeiten, um deine Kauforder über die Binance Smart Chain zu beschleunigen. Die erste Möglichkeit ist die Einstellung des Slippage, was nichts anderes heißt als Schwund. Als Trader sprichst du von Slippage, wenn deine Order zu einem anderen als von dem dir gewünschten Preis ausgeführt wird. Je höher der eingestellte Slippage, desto größer die Chance, dass deine Order verarbeitet wird. Ich empfehle dir, den Slippage-Wert zwischen 1 und 5% einzustellen. Die zweite Möglichkeit ist es, den Minern eine höhere Gas-Fee zu bezahlen. Bei der Kaufbestätigung über deine MetaMask oder Trust Wallet kannst du den standardmäßig eingestellten Gwei von 5 manuell anpassen. Du kannst ihn zum Beispiel auf 10 bis 25 Gwei in deiner MetaMask setzen. Dadurch wird deine Transaktion über die Binance Smart Chain schneller verarbeitet. Die Gebühren auf der Binance Smart Chain sind sehr niedrig und in der Regel reichen 1 bis 5 Dollar BNB-Wert auf deiner Wallet aus, um eine schnelle Bestätigung der Transaktion sicherzustellen. Nach der Bestätigung wird die Transaktion verarbeitet und es dauert abhängig von den erwähnten Einstellungen wenige Sekunden, bis deine WeSendIt-Token in deiner MetaMask oder Trust Wallet angezeigt werden. Anschließend hast du wiederum drei Optionen. Option 1 – Token halten. Du hältst deine Token und profitierst sowohl von seinem Wertanstieg als auch vom ersten Airdrop-Event für Early Token Holder. Wie anfangs erwähnt, wird der WeSendIt-Token Anfang 2023 auf einer bekannten zentralen Exchange gelistet. Das entsprechende Announcement folgt in wenigen Wochen. Option 2 – Token staken und Rewards erhalten. Schon bald wirst du den WeSendIt-Token staken können. Die Funktion wird im Idealfall schon im Dezember fertig, spätestens aber im Januar. Mit dem Staking bieten wir dir auch eine automatische Compounding-Funktion an, mit der du deinen Tokenbestand vervielfachen kannst. Das ist übrigens etwas, was ich immer gut finde. Wenn du in ein Projekt investierst, dann willst du ja nicht gleich beim ersten Pump nach oben schon raus. Das war ja früher immer so. Denk mal an Bitcoin oder Ethereum. Es ist schon eher was, wenn man dann noch die Chance hat, seine Token zu vermehren im Sinne eines Stakings. Oder eben der Airdrop, was wir gerade das Video davor angeschaut haben, habt ihr natürlich jetzt aktuell mega geile Chancen, einfach euer Bestand von WSI-Token zu erweitern. Und das ist eben aktuell richtig interessant. Wo ich dann auch gespannt bin, ist, wie hoch wird wahrscheinlich die APY sein, da habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, welcher Exchange da kommt. Da hat jetzt gesagt, das wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Da bin ich mir auch gespannt drauf. Fakt ist, ich finde das eine richtig schöne Sache, wie sie es aufgebaut haben mit der Anleitung, sehr professionell. Option 3. Token über Dex, PancakeSwap oder andere Exchanges verkaufen. Natürlich kannst du deine Token auch über die Dex PancakeSwap verkaufen und schon bald auch auf anderen Exchanges. Denn wie du sicher weißt, haben wir bereits 3 bestätigte Listings auf Exchanges. Anfang 2023 werden weitere bekannte Namen folgen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, melde dich jederzeit gerne bei unserem Team. WeSendIt's Web3-Revolution hat gerade erst begonnen. Lass uns aus Big Data eine große Sache machen. Zusammen. Liebe Grüße, dein WeSendIt-Team. Ja, liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich bin mega happy, dass ich da am Start war von Anfang an. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie seht ihr das Potenzial? Hat es Potenzial für die Zukunft, ja oder nein? Wenn nicht, wieso? Wenn ja, was sind eure Motive dazu? Das würde mich auf jeden Fall interessieren, euch mit euch ein bisschen auszutauschen. Gleichzeitig, was ist überhaupt aktuell so real, in ein Projekt zu investieren? Wie unter anderem WeSendIt. Wie viel von eurem
monatlichen Gehalt, habt ihr überhaupt Möglichkeiten, in ein ICO zu packen? Auch das würde mich brennend interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst schon mal gerne einen Daumen da. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Video. Tschüss zusammen.